Wie viele Trades soll man eigentlich als Optionshändler so im Monat machen? Diese Frage gab es jetzt vor kurzem mal wieder in unserer Facebook-Gruppe und wir haben das Thema zwar schon ein- oder zweimal hier auf dem Kanal behandelt, aber weil es ein wichtiges Thema ist, gerade auch für die Einsteiger, sprechen wir heute nochmal drüber. Also, gilt hier Trade more, Trade often oder lieber nur nach Gelegenheiten? Der Frage gehen wir heute nach, hier am Kanal. Jetzt geht's los. Ihr kennt unsere Facebook-Gruppe Die Optionshändler, falls nicht, findet ihr hier unten einen Link. Ne? Geht da unbedingt rein, wenn ihr was zum Thema Optionen wissen wollt. Ein paar tausend Mitglieder mittlerweile, viele, viele Diskussionen, ganz, ganz interessante Anregungen immer drin. Also das lohnt sich definitiv. Und ich habe heute früh den Jan bei mir aus dem Team mal gefragt, Mensch, was sind denn so momentan die Themen, die am meisten besprochen werden? Er hat mir hier eine ganze Liste aufgeschrieben. Und ein Thema, was ganz oben stand, war, was immer mal wieder kommt und wo wir auch E-Mails bekommen und wo wir auch immer mal wieder Fragen hier in den Seminaren in der Akademie haben, war die Frage, wie viele Trades soll man eigentlich pro Monat machen? Und gerade in Facebook gab es in der Gruppe eben eine Diskussion, die bezog sich auf eine Aussage von Tasty Trade. Ihr kennt, der ein oder andere kennt Tasty Trade, ne? Das ist diese amerikanische Internet-TV-Sendung, die jeden Tag, glaube ich, 6 Stunden lang ein tolles Programm machen. Und einer der beiden Macher, der Tom, hat halt mal gesagt, von dem stammt dieses Motto Trade small, trade often. Das heißt also kleine Trades machen und dafür umso häufiger. Und das hat natürlich was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Ne? Das hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Je mehr du gerade beim Optionsverkauf die Wahrscheinlichkeiten bemühst, umso größer wird auch deine Chance sein, dass du am Ende Geld verdienst. Das heißt, deine Chance, die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, dass du am Ende Geld verdienst. So, und dann gab es wohl eine Aussage, dass Tom Sosnoff gesagt hat, okay, 30 Trades im Monat, also quasi so einer pro Tag, wenn wir jetzt mal denken, okay, wir haben 22, 25 Handelstage, aber so ungefähr ein Trade pro Tag wäre schon sinnvoll. Und jetzt muss man sich überlegen, geht das überhaupt und macht das überhaupt Sinn? Und da bin ich ein ganz klein wenig anderer Meinung. Diese Sache Trade Small, Trade Often, wenn wir das mal ein bisschen auseinandernehmen, dann gilt natürlich hier ganz klar eins, und zwar dieses Trade Small. Also das heißt, mit kleinen Positionen handeln. Wer das Buch gelesen hat, Optionsstrategien für die Praxis, ist ja jetzt auch schon 8 Jahre alt, da habe ich damals noch gesagt, okay, pro Trade maximal 2%, das würde ich heutzutage einem Einsteiger nur noch mit einem sehr kleinen Konto empfehlen, weil in einem kleinen Konto musst du ein bisschen Gas geben, ne? sonst kommst du da nicht voran. Wenn du ein 5000er Konto hast, da kannst du nicht irgendwie Trades machen mit 0,5%, das macht überhaupt keinen Sinn. Den einzigen, den du dann reich machst, das ist der Broker. Broker, wichtiges Thema, kommen wir gleich nochmal drauf. Und aber ansonsten, wer jetzt größere Konten hat, 50.000 Euro, 100.000, 200.000, wie auch immer, der sollte schon ein bisschen runtergehen von seiner Positionsgröße. Das heißt, wir traden so mit 0,3, 0,5% in etwa pro Position. Und das genügt auch, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. So, jetzt ist der Punkt, trade often. Also sollte man möglichst häufig handeln. Und jetzt will ich das mal ein bisschen provokativ umstellen, und zwar, lohnt es sich denn überhaupt permanent immer viel zu handeln? Ihr alle kennt verschiedene Strategien, ne? Also da gibt es das Short-Put-System, übrigens, was ich ganz witzig finde, dass das mittlerweile so verbreitet ist, ne? Dass viele Leute sagen, ja, das Short-Put-System, das ist ja nur ein Name, den wir uns mal irgendwann ausgedacht haben, es geht ja nichts anderes als darum, dass man Put-Optionen verkauft, um einfach nur eine Prämieneinnahme zu haben. Und da sagen zum Beispiel viele, ja, das funktioniert ja gar nicht immer. Und jetzt mal angenommen, du würdest sagen, okay, ich handle dieses System. Dieses System ist nachweislich über viele, viele Jahre sehr, sehr erfolgreich. Also mit diesem System verdienst du Geld. So, aber jetzt hätten wir eine Situation wie beispielsweise das vierte Quartal 2018 oder noch extremer das Jahr 2008. Das heißt, also, wo die Aktienmärkte nur nach unten gehen. Macht es dann an so einer Stelle Sinn, dieses System anzuwenden, das heißt, dieses Trade often zu machen? Nein, da kannst du zwar kleine Positionen handeln, die werden dir trotzdem alle immer ins Minus rennen, du wirst trotzdem permanent verlieren, weil es einfach nicht dazu passt. Und deswegen würde ich dieses Trade often, machen wir es jetzt gleich mal deutsch, bevor ich hier was Falsches im Englisch sage, trade immer dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Und die Gelegenheit ergibt sich nicht jeden Tag an der Börse, sondern da müssen halt ein paar Voraussetzungen gegeben sein. Das heißt, es muss eben, wenn du jetzt beispielsweise Optionen verkaufst, sollte eben die Volatilität entweder sehr, sehr hoch sein, ne? Das heißt zum Beispiel ein großer Einbruch gewesen, die Märkte sind wahnsinnig teuer geworden, das heißt die Volatilität ist wahnsinnig angestiegen und du bekommst einfach viel Chance für das Risiko, was du eingehst. So, oder aber andere Situation, du hast eine niedrige Volatilität und gleichzeitig rennen die Märkte aber wie verrückt nach oben. Du hast vollkommen intakte Aufwärtstrend und es gibt nirgendwo Warnzeichen. Auch dann kannst du zum Beispiel dieses Short-Put-System anwenden. Jetzt bist du aber vielleicht in einer Phase, wo du sagst, die Märkte sehen eher so ein bisschen wackelig aus. Ne? Es gibt viele rote Warnzeichen, der VIX ist so ein bisschen angestiegen, also du hast viele Divergenzen. Vielleicht sowas, wie wir jetzt gerade sehen. Ist es dann sinnvoll, dieses System oft oder überhaupt zu handeln? Aus meiner Sicht nicht. Ne? Sondern da solltest du eher sagen, okay, ist nicht das optimale Umfeld, mache ich entweder andere Systeme oder wenn ich nur dieses eine System handle, mache ich gar nichts. Und was viele Einsteiger immer falsch machen, ist, die glauben immer, sie werden bezahlt für Trades. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch völlig logisch ist, der Einzige, der für Trades bezahlt wird, das ist euer Broker. Ja? Jedes Mal, wenn ihr hier diesen macht, wenn ihr also hier draufklickt, dann klingelt es in der Kasse eures Brokers. Bei euch aber nicht zwingend. Bei euch klingelt es nur dann, wenn ihr hier drauf drückt und es einen triftigen Grund für diesen Trade gibt. Okay? Und deswegen müssen wir auch die Aussage von Tom da so ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil ihr wisst alle, hinter Tasty Trade steht auch ein großer Broker, den sie ja selber gegründet haben, der in Amerika mittlerweile recht erfolgreich ist. In Deutschland hat er sich aus meiner Sicht heraus bislang noch nicht so richtig durchgesetzt, noch international nicht, weil es zu viele komplizierte Dinge einfach gibt. Ne? Ich weiß, dass ein paar Leute da sind, aber so die Masse ist es eben nicht. Und jetzt müsst ihr immer diese Aussage sehen, okay, was hat man davon? Tom Sosnoff selbst sagt, hat man in einem Interview von Traders gesagt, gibt es auch hier irgendwo ein Video von mir darüber, der hat mal gesagt, er hat jederzeit ein paar hundert Trades offen. Ne? Und das ist natürlich bedingt, weil das ist ein ehemaliger Market Maker. Das heißt, der macht so viele Trades, weil er dann das Komplettrisiko gut hedgen kann. Der macht das rein statistisch. Trade ist im Minus, es wird gerollt, es wird attestiert und so weiter und so fort. Aber überlegt euch das mal, wie viele Trades kannst du denn überhaupt machen? Je nach Kontogröße glaube ich, dass ein Privatanleger, der nicht den ganzen Tag damit verbringt, irgendwelche Optionen zu traden, wahrscheinlich nie mehr als vier, fünf, sechs verschiedene Positionen im Optionsmarkt haben sollte. Ne? Warum? Weil das Trading ist. Im Investment kannst du auch 50 Aktien haben. Das ist nicht so dramatisch, wenn du sagst, ich mache Buy and Hold, dann kannst du auch 50 Aktien haben oder halt ein ETF, wo du 500 drin hast. Aber wenn du tradest, dann solltest du dich immer auf ein paar wenige Instrumente beschränken und auch ein paar wenige Trades, die du im Zweifelsfalle auch gut managen kannst. Und deswegen kleine Positionen 100%, häufig handeln, nur wenn du deinen Broker reich machen willst. Ersetze also lieber Trade often durch Trade dann, wenn es Sinn ergibt. Und wenn du dir das zu Herzen nimmst, dann wirst du auch um die meisten schlechten Situationen herumkommt. Nicht durch alle, ne? Weil es wird auch mal was geben, da passiert mal was über Nacht, du schätzt mal eine Situation falsch ein. Das kann alles passieren, das ist jedem von uns schon mal passiert, das ist auch völlig okay. Aber du wirst die ganz groben Fallstricke oder die ganz großen Fallen an den Märkten, die wirst du umgehen. Und wenn du das beherzigst, dann stellt sich, im Grunde ist es die falsche Frage. Tony Robbins, ne, den ihr ja vielleicht kennt, dieser Motivationstrainer aus Amerika, der hat mal gesagt, in einem anderen Zusammenhang, aber das passt hier auch, du stellst die falschen Fragen. Das heißt, die Frage, wie viele Trades soll ich machen, ist an sich die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, wann soll ich einen Trade machen? Weil nochmal, ihr werdet am Ende des Jahres nicht dafür bezahlt, wie viele Trades gemacht habt, sondern wie viele von euren Trades am Ende Gewinnern waren. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, er macht 100 Trades, okay, und da sind 45 Verlierer, 55 Gewinner, das heißt, er hätte 10 Gewinner am Ende mehr gehabt und damit einen Betrag X erzielt, und dann gibt es den anderen, der hat nur 10 Trades gemacht, hätte aber 10 Gewinner, dann, wer steht dann besser da? Immer der die wenigeren Trades gemacht hat, weil der hat viel, viel weniger Gebühren bezahlt. Und gerade wir als Privatanleger sind Gebühren unheimlich wichtig. Deswegen übertreibt es nicht mit der Anzahl der Trades, macht nur Trades, wenn wirklich alles stimmt. Macht 5-Sterne-Setups. Sucht euch heraus, dass alles
passt, dass ihr das alles machen könnt. Ne? Und wenn ihr sagt, ah, ich bin noch so am Anfang von Optionshandel, ich habe überhaupt noch keine richtige Ahnung, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich da machen soll, ne? Dann hast du wie immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du versuchst dir hier im Laufe der nächsten Jahre alles Wissen kostenfrei anzueignen, indem du dir hunderte von Videos anschaust und Webinare und so weiter und so fort. Oder aber du schaust mal unten in die Beschreibung rein, da gibt es einen Link, optionsstrategien.com/termin, und du trägst dich dort ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch, und dann zeigen wir dir mal auf, was es für Möglichkeiten gibt, wo du aktiv oder wo wir dich aktiv unterstützen können, wo wir dir aufzeigen können, okay, so musst du dich positionieren im Markt, damit es für dich ganz persönlich Sinn macht, weil jeder ist individuell, jeder hat individuelle Ansprüche, und wir können dir da zeigen, was wir für dich tun können. Das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Kommentare. Die dürft ihr wie immer gerne hier unten reinschreiben. Ihr dürft das Video teilen, diskutieren, natürlich auch auf Facebook. Wir stellen es auch mal mit in die Facebook-Gruppe rein. Und ja, dann bin ich gespannt auf eure Rückmeldung dazu. Wir sehen uns wieder. Ihr seht es hier. Viele, viele Themen. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.